Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich bin CoreLP100, der mit der Zeit dran. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu LA Noir. Wir sind einer Spur auf der Fährte, die uns von einem, wahrscheinlich vom Mörder, den wir schon lange suchen, höchstpersönlich gelegt wird. Und unsere Spur hat uns jetzt gerade in einen Irrgarten geführt. Und nach diesem Irrgarten, jetzt haben wir eine Spur gefunden, die uns zu dem Filmset führt, zu dem wir schon mal waren. In vergangenen Zeiten, längst vergangenen Zeiten, erinnert euch zurück. Und mal gucken, ob das irgendwie zusammenhängt oder was wir da finden. Vanity. He wants to see if there's anyone out there smart enough to catch him. He leaves us evidence, but every location is a trap. He's testing us, physically and mentally, to see whether we are worthy of him. The Titan guy. You have the stouts with God. Very good. You thinking about reading some Shelley? All that egghead stuff? I'm sticking to the funny papers and the form guy. Ist er jetzt einfach an seiner Auto gefahren? Oh mein Gott. So, die Spannung steigt ins Unermessliche. Wird das Ganze jetzt endlich mal seinen Abschluss finden oder werden wir noch 27 Auszüge finden müssen? Natürlich jetzt die Frage, ne? Oh, und ich habe vergessen, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, mich nochmal nach der Fliege umzusehen. There's a drone up there. Okay, da müssen wir also hoch. Seitlich, da ist eine riesige Treppe. Schön. Und es ist stockdunkel. Man, oh man, oh man. Gehen wir dahin, wo es beleuchtet ist. Das kann nicht falsch sein. Vielleicht aber auch schon. Interessiert mich aber nicht. Ich will gerade... Ah ja, da vorne. Seht ihr? Ja, du musst einfach nur drüber springen. Das ist ja convenient. Direkt eine Treppe hoch zu dem Ganzen. Ja, ich muss jetzt wieder ewig klingeln, wollte ich schon sagen. Klettern. Noch ein paar Kalorien verbrennen, jetzt werden wir auch noch nass. Mensch, also was wir alles machen, ne, um andere Menschen zu retten. Im Regen Treppen hochjoggen. Und... Oh. Jesus, now look what you did. Hang on, Paul, get your... Oh. Ausbalancieren, ausbalancieren. Und weiter geht's. Oh, zurück, 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 zurück. Zur anderen Seite, zur anderen. Nein, du musst da vorne, du musst da vorne. Oh mein Gott, wieso hast du das Gewicht nicht verlagert? Du hässlicher Mist, Phelps. Der schon Phelps heißt. Okay, ich muss aushalten, bis Galloway mir helfen kann. Und dann sagt er bloß, mit der Plattform. Wie wär's, wenn du dich jetzt beeilst, hm? Wie wär's? Ich fänd's cool. Und zurück, zurück, zurück. Wow. Und nochmal zurück und vor und vor. Und zurück. Und vor und vor und vor. Und... Yes! Yes! Okay. Wie wir es halt einfach kaputt machen. Und schon wieder kommt Polizei angefahren, weil wir einfach nur Schutt und Asche hinterlassen. Die ganze Zeit. Okay. Wir sind hoch oben, runterfallen sollten wir nicht. Sind wir überhaupt noch richtig? Was ist denn überhaupt dieser Altar, zu dem wir wollen? Ich habe ihn aus dem Blick verloren. Der da unten? Nee, das ist auch schon wieder eine Straße, oder? Wo ist denn der? Hat was mit der Brücke da zu tun? Muss ich da vielleicht irgendwie rüber? Galloway? Can you tell me something, please? A little bit of the... Ach so. Was? Geh ruf. Das wollte ich aber gerade sagen, du. Hallo. Okay, wir sind hier. Nein, ich weiß nicht, was das gerade war. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung, was hier jetzt gerade schiefgelaufen ist. Officer am Boden. Shit. Und wir sind schuld. Shit. Na gut, versuchen wir es einfach. Och, nö, nicht. Also, was sind denn das für Checkpoints, Leute? Na gut. Oh, oh, was ist denn hier los? Ja, dann machen wir mal bitte schnell. Und
wieder zurückschwenken und vorgehen und vorgehen und vorgehen und vorgehen und vorgehen. Ja, und zurück und zurück und zurück. Und zur Seite und zur Seite und zur Seite und zur Seite. Und wieder zur anderen Seite. Und so, vor, 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 oh Gott, Gott, Gott. Ja, vor, vor, vor. Hützk! So, das hätten wir geschafft. Jetzt erklären wir mal einer, wie ich zu diesem Altar komme, den ich da gesehen habe. Wo ist der überhaupt? Ach, da unten. Ich muss tatsächlich so eine Leiter runter. Kinder, ihr müsst mit mir reden. Ach, das ist unfassbar. Hoffentlich wartet da keiner auf mich. Hallo? Wartet da einer auf mich? Nö. Ja, das alles fein säuberlich geplant hier, die Drecksau. Was haben wir denn hier? Wieder ein Ring. Oh, von der neuesten. Okay. Okay. Oh Gott. Oban die Angst aus jenem stieren Blick. Die bleichen Lippen schließ und lass die Stirn, die Dorn verwundete, nicht überströmen von Blut. Es mengt mit deinen Tränen sich. Die Augen, die in Schmerzen rollen, lass in Frieden und im Tode stille stehen. So soll dein Krampf den Kreuzestamm nicht schüttern. Die blassen Finger sollten so nicht spielen. O Schrecklicher, ich spreche nicht deinen Namen. Er wird zum Fluch. Ich sehe den Weisen milden. Sehe den Erhabenen, den Gerechten. Die gehasst von deinen Sklaven, weil dir gleich. Durch faule Lügen sehe ich einen, ich verjagt ihn wie ihres Herzens heim, dem frühgewählten, spätbeklagten Heim. So ein Scheiß. Zum Glück können wir heute ordentlich sprechen und schreiben. Na, Crucifix, bla bla. Also irgendwas mit Jesus hier wahrscheinlich, ja? Irgendwas mit Kreuzigung, bla bla. What? Oh oh. Oh oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Schnell, 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 schnell. Phelps, Phelps, Phelps. Du bist gleich unten, du bist gleich unten. Keine Panik, keine Panik. Yes! Woohoo! I thought the whole thing was gonna come crashing down on. I thought so too. He murdered Evelyn Summers, Rusty. The last trophy was her ring. You find another piece of the poem? Yes. The last piece. You sure, Cole? Let's find out. Let's find out. Siebtes Ziel entziffern. Karte. So, das Ding, was er zu Hause nennt. Endstation. Ist es doch die Christ Crown of Thorns? Ja! Wer hätte das gedacht? Ey, oh, oh, da fällt mir ein, du. Ich hab was vergessen. Du fährst! Ha, ha. Ob wir jetzt tatsächlich am Ende sind? Verlassene Kirche und Pfarrhaus. Es brennt immer noch da drin das Licht. Was wird hier drin auf uns zukommen? Da ist ein Loch auf dem Dach. Ob der Typ da drin auf uns wartet? Es ist schon ein spannender Moment, muss ich sagen. Hallo? Die Tür scheint diesmal benutzbar zu sein. Machen wir beide Türen auf, einfach weil es geht. Michael! Jason! Freddy! Reminds me of my days as an altar boy. There's a light coming from the house. Nothing hasty, gentlemen. Keep your hands where I can see them, or I'll be forced to redecorate the stucco with your entrails. We're from the LAPD, sir. I'm gonna tell you only once to lower your weapon.
The LAPD, you say? Is it really possible you could have found me after all this time? How interesting. Put down the gun, shitbird. Last warning. Shitbird. This boorish ignoramus could never have found me. It was you, wasn't it? Do you remember me, detective? The temp bartender. Yes, you found me. Oh, shit. You know what I'm capable of, and yet you walk in here like... Ich wusste, dass ich ihn kenne. We'll see about that. Nein! Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Dickerchen? Oh. Hier an die Seite, hier an die Seite. Yes, 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 yes. Es bringt rein gar nichts, hier an die Seite zu gehen. Der ist doch hier bloß hintergesprungen. Was ist denn? Where did he go? Nee. Down the tunnel? You can't let the son of a bitch get away. The house, Rusty. There must be another entrance into the house. Katakomben betreten. Gehen wir into the house. Was auch immer die ganze Zeit Haus nennt hier. Okay, es wird spannend. Liebe Leute, das ist so der erste richtige Moment, wo man sich mal denkt, okay, hier ist man an was Großem dran. Jetzt sind wir mal fernab von den ganzen kleinen, ja, kleinen Mordfällen hier. Ergeben Sie sich. Finden wir hier irgendwo was? Oh Mann, der hat hier aber ganz schön verrissen gewohnt, muss ich sagen. Was ist das? Ne, das ist bloß ein kaputtes Bett. Das ist ein Schrank. Hier scheint der Zugang nicht zu sein. Mal darüber. Wo ist der Zugang in diesen hässlichen Keller? Da hinten ist eine Tür. Knack! Oh shit. Jesus. You realize this must have been a place, Rusty. Hier hat er die Frauen quasi getötet, kann das sein? Deswegen sahen auch die Typen, die die Frauen erschlagen haben, irgendwie in den Sequenzen immer gleich aus. Es ergibt schon alles Sinn, was uns hier gezeigt wird. We're going down there. Puh, Garrett Mason ausschalten, na toll. I'll go. Call for backup and keep an eye out above ground and see where this thing comes out. Okay, okay. I'll be down, Rusty. Au! You're an interesting man, detective. Why the police force? You're obviously overwhelmed. Reinforcements are on the way. Cease and desist. Okay, ist weitergegangen. Er schießt immer bloß und geht dann weiter. Do I get a sense you're looking for personal redemption? Do you think we have something in common? Ja. Nämlich, dass ich dir eine Kugel wo reinjage. Surrender now or I will use deadly force. Da kannst du dir sicher sein, junger Mann. Wenn du mich nicht vorher erschießt, ist natürlich genauso möglich. Wow, 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 wow. Ja, 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 ich gehe schon, ich gehe schon, ich gehe schon. Ah! Man hat hier aber auch eine Kontrolle. Alter Schwede. Okay, wir können ihn also triggern, wenn wir schießen. This thing has come to an end. You know that. Was, die Macht verstanden? Was erzählst du da? Wie lange willst du hier jetzt noch Versteckspielchen spielen? Krieg dich schon. Are you comfortable out of the light box? Are you comfortable? You're exactly what I expected. We were looking for a low achiever.
Verdammt, das muss doch hier irgendwo mal enden. Der kann jetzt nicht hier die ganze Zeit immer zwei Ecken weiter sein als wir. Vielleicht kann das aber auch doch. Ich meine, so ist es ja nicht. Muss ja keiner auf mich hören. Ich bin ja nicht der Spieldesigner. Okay, weiter geht's. Oh, Treppen. Weiter geht's. Er wird schon gleich vor uns stehen, der Affe. Urplötzlich. Tja. Okay, jetzt scheint er weggerannt zu sein, ne? Was ist das für ein Labyrinth hier? Ich kenne mich nicht mehr aus. Wo sind wir eigentlich? Ich habe ihn erwischt. Ich habe ihn erwischt. Er mich zwar auch, aber ich ihn auch. Komm schon, komm schon. Komm schon. Alter, ich habe so viele Patronen mit, so viel kannst du gar nicht zählen. Yes! Uha! Sieg, auch wenn es unelegant war. Tut mir leid. Ja, du kommst auch immer erst mal fertig, ne? Trottel. I think Phelps and I should get a medal for this. This has got to be the case of the year, right? The case of the century, when you think about it. Are you finished? Yes, Skipper. Good. Because there won't be any press briefings or commendations. What are you talking about? We got the werewolf, the guy who killed the Dahlia, killed all the other broads. Jetzt will ich eine Erklärung. No one. Mason was a ghost. Can you at least tell us why, Captain? Mason is the half-brother of one of the most highly elected officials in this country. Ach du Kacke. Beyond the moon for mere mortals like us, Rusty. There'll be no more mention of him. The city owes you both. But there'll be no mileage in never bringing this up again. What's gonna happen to the suspects in the cases, Captain? I won't be a part of that. A bit of missing evidence at the grand jury. A procedural error here, a mistake there. And all be quietly let go. The DA knows how we got to play it. That's it? I'm afraid it is. And I have some news for you, Phelps. No more rooting around in the entrails of cadavers and corpses for you. Echt? The head of Vice has asked the chief for you. What? I'm reluctant to see you go to the glory boys of that Vice, but my hands are tied. Go home to that lovely wife of yours. Celebrate your Danke. Irgendwie habe ich mich aber an meinen Kollegen gewöhnt jetzt. Der nie mitmacht. Scheiße, okay. Hier geht's quasi um große Intrigen. Oh, oh, oh. Schade, schade, schade. Alle Hinweise gefunden. Befördert, Sittendezernat. Mordkommission abgeschlossen. Du hast dir deine Leistung an der Beförderung verdient. Mach dich bereit für eine Versetzung. Ehrenhaft abgeschlossen. Der Fall der Black Dahlia bleibt ungelöst. Nur eine Handvoll Männer kennen die Wahrheit. Aufgrund von politischen Diskrepanzen können wir nicht an die Öffentlichkeit lassen, was wir hier gerade für einen großen Coup geleistet haben. Oh, oh, oh. Das ist sehr, sehr schade. Aber liebe Freunde, bitte der Zeitverschwendung, der Part ist vorbei. Ich würde sagen, wir machen hier einen kurzen Break. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Zeigt euch in den Comments, lasst mich wissen, was ihr zu dem Ganzen denkt. Und dann schaltet wieder ein. Ich bin Coop, 100 Jahre mit der Zahlen dran. Weiter geht's mit L.A. Noir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis dann.